Schlingensief führt die Politik als das vor, was sie meist ist. Ein großer Zirkus aus leeren Gesten. Der Grundimpuls sozusagen, Chance als Scheitern, Werbeanzeigen, in denen nichts steht und nur drüber die Aufforderung, schreiben Sie hier selbst rein, was hier stehen muss, ja, das sind ein geniales Schaustück, um das, was deutscher Wahlkampf oder was Wahlkämpfe überhaupt in Deutschland sind, im Jahr damals 99 sozusagen aufs Parkett zu bringen. Wir kommen also heute wieder zur Abstimmung. Es werden heute nicht drei, wie wir das eigentlich geplant haben. Zwei werden abgeschoben. Er muss heute raus. 03, das ist Kohle aus Nigeria. Wieder ein Schwarzer. Österreich hat wieder einen Schwarzen rausgewählt. Gestern auch einer. Heute wieder ein Schwarzer. Im Jahr 2000 läuft Big Brother zum ersten Mal im deutschen Fernsehen und in Österreich erringt Jörg Haider mit seiner FPÖ einen historischen Sieg. Schlingensief verbindet beides und hält einer Welt des totalen Voyeurismus und des aufkeimenden Rechtspopulismus einen Spiegel vor. Mit seiner schrillen Version von Reality TV erhitzt er die Gemüter. Du deutsche Sau, du! Du Künstler! Ich bin Demonstrant, ich bin dagegen, ich bin dagegen. Das bringt nichts mehr. Widerstand ist vorbei, Sie müssen Widersprüchlichkeit erzeugen. Das sind Dinge, also die an ganz klar, also auch für unser Schaffen, so für das, was wir machen, mit Sicherheit sehr relevant sind. Viel relevanter als das, was vielleicht nach 2003, 2004 bei ihm passiert ist, als er diesen Theaterraum verlassen hat und die Schwelle zur Galerieszene und in die professionelle Kunstwelt übertreten hat. In dem Moment ist was gestorben. Im Geiste Schlingensiefs ruft das Zentrum für politische Schönheit seit Jahren regelmäßig zu aufsehenerregenden Aktionen auf. So 2015 in Berlin. Auf der Flucht gestorbene Asylsuchende sollen symbolisch beerdigt werden. Vor dem Reichstag. Das war eine Entscheidung von der ersten Stunde an, also seit mit der ersten Aktion, wenn man so will, in Erscheinung zu treten, da wir doch mit etwas Befremden drauf gesehen haben, wie Schlingensiefs Erbe aus den 90ern, also diese Art, diese Höhe auch von Aktionskunst zu treiben und zu erreichen, im Prinzip von der Theaterlandschaft wieder vergessen worden ist. Man muss vielleicht sogar noch schlimmer sagen, aus den Erfahrungen, die ich so habe, nicht nur vergessen worden, sondern unter den Teppich gekehrt.